Es war ein verregneter Morgen, als Agent G seinen neuen Auftrag erhielt. Er sollte zu diesem Gebäude fliegen und dort Aufnahmen vom bisher noch nicht gesichteten Material machen. Zuallererst jedoch musste Junior-Agentin L abgelenkt werden, sonst hätte sie ihn verfolgt und das Material vor ihm gesichtet. Das stellte sich als jedoch relativ einfach heraus, da sie auf dem Verfolgungsvehikel, einem kleinen Schaukelpferd, eingeschlafen ist. Das erste Ziel war nun der Hamburger Flughafen. Dort stolperte er über ein komisches Gerät, das aussah wie ein Snackautomat, aber allerlei Kabel und Kopfhörer und so Zeug verkaufte. Sehr komisch, sagte er sich und ging weiter zum Flugzeug. Wenn man dieses Gebilde ein Flugzeug nennen konnte, sah eher aus wie eine Cola-Dose mit Flügeln und eine Düse dran, aber na gut. Zumindest war das Fluggerät schnell genug, um die neu erwachte Junior-Agentin L abzuhängen. Ihr Fluggerät war nämlich doch dezent zu klein. Kaum in Düsseldorf angekommen, dem Wohnort des besagten Hauses mit dem zu sichtenden Material, musste er jedoch feststellen, dass er aus einer fliegenden Cola-Dose in noch eine fliegende Cola-Dose gesteckt wurde. Diese raste mit einem Affenzahn, nur gehalten über eine kleine Klammer über seinem Kopf, durch Düsseldorf und sorgte dafür, dass Agent G schon wieder das Flugzeug vermisste. Nahe dem Zielort gab es viele interessante Sachen zu begutachten, doch er versuchte sich nicht allzu sehr ablenken zu lassen. Bei besagtem Gebäude angekommen, machte er sich sofort auf den Weg zum vierten Stockwerk, doch ein Agent versperrte ihm den Weg. Der Agent hatte jedoch keine Arme und machte auch sonst wenig Anstalten, Probleme zu machen, also ging er einfach dran vorbei. Die gesuchten Daten waren jetzt sehr nahe. Doch es gab ein Problem. Ein weiterer Agent war anwesend. Nein, nein, nicht Junior-Agentin L, sondern Agent D. Die Agenten schauten sich kurz in die Augen, machten sich dann sofort auf, ihr Equipment aufzubauen und nahmen stundenlang das gesuchte Material auf. Zu unsportlichen Zwistigkeiten kam es natürlich nicht, denn, wie sich herausstellte, arbeiteten beide Agenten für denselben Auftraggeber. Nach getaner Arbeit verabschiedeten sich beide also höflich voneinander und machten sich auf den Weg nach Hause. Dort wird das Material nun gesichtet und bearbeitet und am 20. diesen Monats wird es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.